Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator Farming Simulator 2019. Wir haben keine offizielle Anmoderation gemacht, deswegen hört ihr das hier gerade. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Schaut auf beiden Kanälen oben rechts beim i verlinkt vorbei. Und da würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Okay, die Palette hat übrigens das Ganze nur bis zu 75% gefüllt. Aber ich gucke jetzt mal auf lag. Die Dings. Immer wenn du irgendwas machst, lag. Also Baumwolle bringt viel, nice. Bringt passt so viel. Nee, bringt bringt sogar mehr. Raps ist eigentlich immer relativ gut. Raps bringt mehr. Aber wir dürfen ja den Markt auch nicht kaputt machen, wenn ich das jetzt dann dahin bringe. Ja, das macht ja das. Ah nee, Sojabohnen sind das. Sojabohnen ist gut. Okay. Ja, mach mal ein Feld. Dann pflanze ich Sojabohnen. Ein Feld mit dem, ja. Ah ja, hier. Okay, ja, okay, es ist relativ gut im Wachstum. Also normal müsste es bald fertig sein. Kannst du die Zeit nochmal ein bisschen erhöhen vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt da quasi so drüber fahren darf. Ich mach's aber mal einfach. Gucken, ob da an der Stelle dann was wächst oder nicht. Eieiei. Ah, ich mach das wieder von der falschen Seite. Ja, das muss wieder gespürt. Aber du hast auf jeden Fall was gesät. Das sieht man auch, wenn es sehr komisch ist. Da sind noch ein paar Flecken, aber bei mir sind auch ein paar Flecken noch. Also, warte, nee, wie sieht man das jetzt? Erntereif. Ah, hier sieht man ja auch die Erntereif, wie sehr das gereift ist. Hätten wir vielleicht gucken können. Ups, und? Wie sehr ist das Dings? Das Raps? Ja, das ist noch nicht erntereif. Und da. Nee, aber und dann Wachstum, die Baumwolle? Wachstum? Ja, Baumwolle habe ich da schon weggehauen. Ah ja, aber da hätte man bestimmt auch ja, sehen ja, können. Ja, hätte man natürlich, ja. Aber ich hab's nicht gecheckt. Ja, Bäume darfst du weghauen. Okay, der Spurreißer, der macht's kaputt. Darf ich nicht benutzen. Ja, was ein Hurensohn. Der Hälzer, ich brauche nicht. Kabum. Baumfeld! Der Spurreißer reißt dir alles. Das ist auf jeden Fall schon krass, also schon einmal natürlich, dass man das hier so auch echt so, ich sag mal, modular mehr oder weniger so anpassen kann, aber auch, dass... Wie kriegen wir jetzt den Baum hier weg? Die Fahrzeuge das alles so zerstören können. Ich will damit Feuer machen, Feuer. Ja, du kannst den Baum halt so klein machen noch mit deiner Säge und dann kann man so später noch, können wir so Forstwirtschafts... Nee, das will ich nicht machen. Wieso nicht? Hätte da Lust drauf, so. Das ist ja gegen Natur, ja. ja, Spaß. So Bäume abzuhacken und dann daraus so gut. Sachen herzustellen und so. Aber er liegt halt jetzt hier oben, ne? Ja, kannst auch noch zu sägen. Ja, das bringt mir auch nichts. Das geht nicht mehr so wie früher. Nicht? Nee. Du kannst ihn zwar zu sägen, aber es passiert nichts halt so. Dann hast du einfach 1000 kleine Teile. Ja, das war doch vorher auch so, dass du 1000 kleine Teile hast. Ja, vorher sind immer diese Blätter wenigstens weg. Ach so. Das passiert nicht. Aber der Baum war schon nervig im Weg, ja. Jetzt ist er noch nerviger im Weg. Digga, guck mal, was hier ist, Alter. Ja, ich seh's. Boah, da ist schon wieder so ein Tier. Was? Du bist denn hier ein Tier? So Vögel hier wieder. Ich hab noch keinen einzigen Vogel gesehen. Da geh ich hinterher mit der Kettensäge, da kenn ich gar nichts. Ey, weh, du fährst mir auf mein Rapsfeld. Ja, was mache ich jetzt mit dem Baum? Das ist ja, ey, das nervt mich gerade richtig. Ja, ich lasse den jetzt da, tschüss. Okay, auf jeden Fall können wir einiges mit dem Saatzeugs, was wir haben, schon mal säen. Das kann sich noch erhöhen, die Zeit. Alter. Ist das Feld ja gleich fertig, wenn ich hier... kannst du ja mal düngen, kannst du. In einer Düngemaschine kannst du ja rüberfahren. Digga, da siehst du den Baum. Weil du kannst, glaube ich, noch gar nicht düngen, das musste die erste Dings... Ja, okay, ich stell's ja auf 30. Hab's jetzt noch einmal hochgestellt, Alter, bist du doof. Ich muss da, Alter, mach das da weg, ich muss da gleich. Ja, ich kann nicht drauf fahren, dann mach ich alles kaputt.
Ja doch, da kannst du ja noch drauf fahren. Sollst du nicht über meine Saat dann rüberfahren, aber ich muss ja... Ey! Ich spieß dich auf. Mama, hier ist kein Nackmeck. Nackmeck. Alter. Du hast ja alles kaputt. Bitte bewegen Sie sich, danke sehr. Ja, ich hab so eine geile Matschone, Alter. Ich mach den Baum platt und bleib hängen. Ja, also das ist jetzt so ein Andenken, dieser Baum, der bleibt jetzt forever da. Da sägt den gleich. Ja, mach. Es geht nicht. Oh, oh, ich kipp um! Alter. Der hat Geld gekostet. Ah, so funktioniert das. So, ja, das funktioniert richtig schlecht. Seemaschine heben. Erstes Feld, fertig. Alter, was machst du denn? Geht das da nicht rein oder so? Nein, du musst es dann an deinen Anhänger, an deinen Traktor dran kuppeln, das Ding. Uiuiui, uiuiui. Dann muss das Teil muss nur in der Nähe stehen und dann kannst du beladen drücken. Okay. Sojabohnen fällt übrigens gerade. Wir haben es gerade gepflanzt, fällt gerade der Preis. Ja. Sonnenblumen steigen, aber Sonnenblumen können wir nicht anpflanzen mit dem Ding, glaube ich. Baumwolle können wir nicht. Dieses kannst du die Zeit runterstellen. Okay. Die Frage ist, also er ist jetzt... Lol, hier wächst auch schon was. Es ist jetzt erntereif, ne? Aber es gibt verschiedene Stufen von erntereif. Ist halt so die Frage, ne? Ich glaube, am Anfang ist es am besten, würde ich sagen. Also, dann ernte ich auf jeden Fall jetzt direkt. Ja, dann gehen wir mal in die Ego-Perspektive und Hexel, Hexel. Aber ich finde die Felder groß genug. Also ich meine, hey, wir haben die ganze Zeit Arbeit gerade. Drei Stück, also das läuft. Für unsere Arbeit, die sind so gerade groß genug, dass es halt nicht zu schnell langweilig wird. Aber, also... Du willst ja unbedingt Helfer einstellen. Irgendwann ja, klar. Aber also es gibt ja schon Tätigkeiten, die dann am Ende schon mehr Spaß machen. Wie halt zum Beispiel das Holz, also die Bäume fällen und dann mein, das Verarbeiten. Ich und mein so. Holz. Oder sich um die ich Tiere um kümmern Holz. Und so, wo man ich dann um Sachen verladen Holz. Muss. Das ist ja dann am Ende, würde ich sagen, schon das, was dann eher so die spaßvolle Tätigkeit ist. Und das Felderzeug, das überlässt man dann den Helfern. Ich habe gerade richtig viel Spaß. So, dann klappe ich das wieder ein, weil es fertig gedüngt schon. Ich muss einmal nur noch von vorne nach hinten fahren und das Feld, so wie es bis jetzt gewachsen ist, ist damit gedüngt. Dann lege ich das tatsächlich auch genauso im Aufklappenzustand, glaube ich, hier ab. Ja, du kannst ja noch das andere Feld düngen, oder nicht? Ja, nee, das ist ja noch nicht gewachsen. Das ist gewachsen in der ersten Stufe. Muss ja was angezeigt werden. Du kannst ja nicht diese Körner düngen. Was willst du denn für Körner düngen, Alter? Ist auch so ein Korn, Alter. Aber ich hole mir gleich mal den Anhänger und gebe das in das Silo. Das ist eigentlich voll genial. Du grubberst und ich sehe quasi gleich hinterher, ja, weißt theoretisch. Du? Kannst du es machen? Ich lasse dir ein bisschen ja, Vorsprung. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn du mir so zwei Reihen Vorsprung lässt oder so, kannst du schon mal ankoppeln, schon mal auswählen, was du jetzt machen willst hier. Ja, mach ich einfach nochmal Raps drauf. Ja, gut, aber sag mal, was würdest du gerne, was wäre so dein nächstes Ziel, wo wir hier was ausbauen können quasi? Was wäre das, was du als nächstes machen würdest? Ja, rein theoretisch, wir haben ja auch ein bisschen Geld, also wir können ja auch noch weiter investieren, so ist ja nicht. Ja, an sich. Ich ja mehr Felder einfach noch. Oder, also den Hof will ich halt verschönern, beziehungsweise halt auch sinnvoll gestalten. Ja klar, wobei oder was für die Tiere oder irgendwie sowas. Das ja jetzt keinen Unterschied macht, ne, an sich, also ob wir die jetzt einfach da hinstellen oder irgendwie parken ja, oder so, schon, ist aber egal. In der Mitte einfach irgendwie so, dass ja auch irgendwie für uns selber, wenn die einfach so im Nichts rumstehen, auch ja ein klar, bisschen es wird dann irgendwann nervig, aber ich würde erstmal auf ein neues Feld gehen, würde ich sagen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob neues Feld... Muss jetzt nicht Feld 19 sein, muss halt irgendein Feld sein, was echt groß ist und echt geil ist. Neues Feld oder irgendwas mit Tieren? Also ich würde halt... Ah, ich grubber dir noch ein bisschen was weg, aus Versehen. Nice. Ich bin so ein Profi. Ja, ich hab da was ausgelassen, dann muss ich's nochmal hier neu machen und so. Ja, was ausgelassen, dann bei mir noch muss was. Muss ich was neu machen und dann bin ich aus Versehen ein bisschen zu weit zurückgefahren. Kann das sein, dass das ja auch mit grubbert, das Ding? Nice, dann gehe ich so offline. Es grubbert halt echt mit. Du hast da vorne nämlich auch so Zähne.
Ja, müssen wir mal die Artikelbeschreibung Na, jetzt guck doch mal an, du hast doch da vor deinem. Ja, ich sehe es doch, aber ich glaube, das ist einfach nur so zum Umrühren. Das ist einfach so Show, einfach. Ja. So, dass man denkt, es tut mir genau dafür ist es gedacht. Das ist doch so ein Prank. Meine ganze Arbeit war einfach umsonst. Nein. Warum machst du dein Licht an, Alter? Das triggert mich. Ich gehe noch mal zum Shop. Du bist nicht doof. Was? Was willst du denn noch mal kaufen? Ich guck mich nur um. Nur umgucken. Ja. Gleich so minus 70.000. Genau. Was kostet denn das Auto so? 300 PS, Junge, was eine Maschine. Also Leute, wir haben einiges da geschafft. Wir haben alle drei Felder quasi bestellt jetzt. Bestellt. Davor abgeerntet. Und ja, aber wir waren echt fleißig. Gekauft, einen Hof aufgebaut. Und Mike war ja auch geil aktiv in dem Baum und ja, so. Schau das Ganze auch aus beiden Sichten. Ja, wirklich. Also der war, der störte weil mich. Wir haben wirklich aber ganz halt unterschiedliche. Naja, ich guck, ich kann das hier abschneiden. Ja, und doof. Dann? Mach mal. Mach. Guck, da sind doch die Sachen auch dann weg. Nee, das ist ein bisschen doof. Das habe ich nicht gesehen. Also bei mir sind sie nicht weg. Du verschwendest einfach. Guck, liegt da. Da ist es. Da ist auch deins. Ja, schon, aber... Ja, tschüss, Leute. Kannst du abschneiden? Jetzt. Ja, okay. Also, wir wollten uns eigentlich nur verabschieden. Also, wir haben wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, deswegen lohnt es sich einfach auch beiden. LOL! Natürlich das Ganze auch zu man kann den Baum hochklettern. Und wir bedanken siehst uns mich? Fürs Zuschauen. Haut rein und lasst unbedingt Tipps da. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Woo.